If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my Mr. Dun-dun-dun? I still got. Hey Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen zum allerersten Video von Hashtag FrageMulti. Jo, wollte ich eigentlich schon relativ lange mal machen, weil relativ viele haben mich auch schon danach gefragt, ob ich mal sowas ähnliches mache. Und jo, hier habt ihr es jetzt. Ihr seht im Hintergrund so ein paar Randy Gameplay-Runden von mir auf Hive. Ich habe einfach mal so eine Stunde oder so ein bisschen auf Hive gezockt, wieder mal SG, keine Ahnung. Ich hatte ja einfach Bock drauf, mal wieder so Hive SG zu zocken, obwohl ich zwar unter Scheiße drin bin. Aber egal, das macht mir nichts aus. Ich habe einfach so gezockt, just for fun und ja. Darum geht es eigentlich gar nicht, denn es geht ja heute vor allem um die Fragen. So, und ja, zwar habe ich ja gefragt vor 3 Tagen. Ja, oder habe ich gesagt, ja, ihr könnt mal alle eure Fragen stellen von mir aus und ich werde es in einem Video erwähnen. Und ja, dann kommen wir mal zur allerersten Frage von Pupinho und der fragt: Edmundi, ist mein erstes Fragmundi. Bist du momentan mit deinem YouTube/Twitch-Leben zufrieden? Ich sag's mal so, um die Frage ein bisschen noch zu korrigieren: YouTube und Twitch sind nicht in die irgendwelche Leben für mich. Ich lebe ja nicht davon. Aber auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit all dem, was ich erreicht habe auf YouTube bisher oder auch was auf Twitch im Moment abgeht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich bin auf jeden Fall ja, wirklich sehr zufrieden damit. Nächste Frage kommt von Hardestyle. Er fragt: Edmundi, ist immer Hashtag FrageMulti. Wann kann man auf dem Community-Server richtig spielen? Jetzt. Das ist möglich. Schon seit 3 Tagen jetzt mittlerweile, glaube ich. Aber du hast die Frage am Donnerstag gestellt und ich glaube, seit Freitag kann man richtig drauf spielen. Also ja, es sollte möglich sein. Ihr könnt auch in Livestream gerne mal vorbeigucken, wenn ihr etwas genaues zum Community-Server wissen wollt, ihr eins. Dann fragt der Apple99er: Wie sieht deine Familie aus? Also welche Geschwister, Mütter und so? Hashtag FrageMulti. Jo, also Fotos von meiner Familie werde ich erstmal natürlich nicht zeigen, ist irgendwie logisch, weil ich möchte meine Familie halt irgendwie nicht irgendwie auf YouTube oder auf Twitch irgendwie so halt damit in Verbindung bringen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ich habe 2 jüngere Brüder und ich habe eine Mama und einen Papa. Genau, das ist alles. Die nächste Frage von, oder es kommen gleich ein paar Fragen jetzt, von der Baum LP, Edmundidissimo, Hashtag FrageMulti. Was hältst du von übertriebene Fanliebe? Jo, was ich persönlich davon halte, also ich denke, wenn du meinst damit solche Fangirls, die irgendwie ausrasten und halt einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, einen großen YouTuber sehen. Und irgendwie, also ich habe nicht irgendwas dagegen oder so, sondern ich finde es einfach nur unnötig ein bisschen. Von mir aus kann man das gerne machen, aber ne, ich wäre nie so der Typ von sich jetzt. Also auch zum Beispiel stell dir vor, irgendwie ich würde umgetreffen, ich würde nicht ausrasten bei dem. Weil er einfach ein ganz normaler Mensch ist, wie jeder andere auch. Und deshalb übertriebene Fanliebe. Allein schon irgendwie so einfach nur Fanliebe ist meiner Meinung nach ein wenig unnötig, aber ja, meine Meinung, wie gesagt. Das halte ich davon. Die nächste Frage vom Baum, Edmundi, ist mal Stefan FrageMulti. Was wird dein erster Sub-Emote auf Twitch sein? Das dürft ihr dann entscheiden, denke ich mal. Weil ihr dürft mir, also ich werde so gut wie alle Emotes irgendwie wahrscheinlich auch durch euch durch die Zuschauer bestimmen lassen. Also ich werde euch wahrscheinlich fragen, jo, was hättet ihr gerne für ein Emote, und dann werde ich halt das dann machen oder so, oder irgendwie mal versuchen umzusetzen. Aber jo, eigentlich dürft ihr das entscheiden, aber zuerst müsst ihr die Twitch-Partnerschaft erreichen, und da sind wir aktuell sehr weit entfernt davon. Und ich glaube, das ist die dritte und letzte Frage vom Baum. Magst du Bäume? Ja, ich mag Bäume. Die nächste Frage kommt von Mandy, auch Nutella-Einhorn aus meinem Stream. Edmundi, diesmal Hashtag FrageMulti. Welches Element würdest du gern beherrschen? Ich habe am liebsten Feuer. Das ist schwierig. Ich weiß gar nicht mal, was die für Elemente sind. Also Feuer ist eins, dann ich glaube Wasser, Luft und keine Ahnung. Ich glaube, wenn, dann würde ich Wasser, weil ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube Wasser ist eins der 4 Elemente. Feuer nicht unbedingt, weil Feuer ist meiner Meinung nach halt böse. Aber Mandy ist bei der Feuerwehr. Und deshalb denke ich mal, ist es logisch, dass sie Feuer nimmt. Also ist eine schwierige Frage irgendwie, weil alle 4 Elemente sind wichtig. Ja, okay, nächste Frage. Die kommt von Hannah und sie fragt: Edmundi, ist mein Hashtag FrageMulti. Kommst du auch mal nach Wien und machst ein Fan-Treffen? Ja, dazu einfach mal allgemein zur Frage Fan-Treffen. Ich würde schon gerne mal ultra gerne ein Fan-Treffen machen und
Wenn dann aber in der Schweiz, und also wenn dann halt auch irgendwo da in der Nähe, wo ich lebe halt. Also wenn dann irgendwie in St. Gallen oder in Zürich vielleicht, aber Bern wäre dann schon etwas weit wieder für mich halt. Aber ich würde schon mal ein Ferntreffen machen, theoretisch. Also ja, Huse. Kommt darauf an, auch ob ich Zeit habe dazu, aber theoretisch, ich hätte nichts dagegen. Und ja, nach Wien kommen, das ist so eine Sache, weil ich war vor etwa 7 Jahren, glaube ich, schon mal in Wien. Glaube ich, 5 Tage oder so waren wir da einfach im Urlaub, in den Sommerferien. Und ja, ich kenne Wien eigentlich relativ gut und so. Ja, aber Wien ist eine geile Stadt, kann man auch so sagen, ja. Aber ich würde echt gerne auch wieder mal nach Wien irgendwie. Bei Wien, ich habe noch immer Erlebnisse oder Erinnerungen von damals und das war eine geile Zeit da. Die nächste Frage kommt von der echte Delta, Edmundismo, Hashtag Fragmundi. Ey, mein bester Multi, wollte dich fragen, wie du auf deinen Namen gekommen bist. Ja, einfach mal auf YouTube gehen und dann suchen nach Multilismo Name oder irgendwie so. Aber, um sie das kurz zu fassen, ich bin auch einfach durch die Schweizer Comedy-Sendung Benissimo auf meinen Namen gekommen. Oh ja, Multilismo und Benissimo, wie auch man sagen. Passt ja nicht zusammen. Ja, das ist so der Grund für meinen Namen. Aber es gibt ein sehr, sehr ausführliches Video auf YouTube. Ja, man sieht vielleicht, mache ich es in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Und sonst sucht einfach am besten danach. Ich habe es ungefähr ein Neujahr plus minus hochgeladen, dieses Jahr. Ja, könnt ihr da nachschauen. Die nächste Frage kommt von Matthias. Edmundidismo, Hashtag Fagmundi. Wann hast du deinen ersten PC bekommen? Das ist noch gar nicht mal so lange her. Also ich meine, ich bin jetzt 16 und ich habe meinen ersten PC halt mit 11 oder mit 12 bekommen. Das war so ein Fujitsu Siemens Esprimo. Ich glaube 2 GB RAM. AMD Athlon 2x2 GHz Prozessor und so, keine Grafikkarte, nur ein Grafikchip hatte der drin. Ja, das war, ich glaube, es war 2010 ungefähr. Ja, 2010 und 2011 war es. Und so, früher, und sonst habe ich mich, ja, das war in der 4. Klasse, genau, 4. oder 5. Klasse war es auf jeden Fall. Und vorhin hat mich einfach solches Zeug wie PCs oder Laptops überhaupt nicht interessiert, muss ich euch jetzt auch zugeben. Die nächste Frage kommt von Flo und er fragt: Edmundidismo, Hashtag Fagmundi, hast du Ausrede? Nein, auch nicht. Und deshalb muss ich auch den Rest der Frage nicht mehr beantworten. Und ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt Haustiere haben. Die nächste Frage kommt von Noxus3D alias Erik und er fragt: Edmundidismo, Hashtag Fagmundi, was hast du vor, nach der Schule zu machen und was ist dein Lieblingsschulfach und was dein Hate-Schulfach? Ich bin aktuell im Gymnasium, ich habe sozusagen die Schule schon abgeschlossen und Gymnasium ist dann so eine weiterführende Schule. Ja, in der Schweiz, Schweizer Schulsystem und so, na, ihr wisst Bescheid. Ja, und ich würde eigentlich gerne studieren oder vielleicht einfach auch eine ganz normale Ausbildung machen. Oder also halt auch eine Lehre, wie man das sagt in der Schweiz. Aber ich denke, ich mache jetzt Gymnasium und halt Matura oder Abitur, wie es in Deutschland heißt. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich das schaffe. Und ja. Aber das dauert jetzt auch immerhin 3 Jahre bei mir, bis ich es habe. Ja, mein Lieblingsschulfach ist, könnte man behaupten, Informatik. Nur Informatik wird bei uns halt nicht bewertet. Und deshalb würde ich sagen, mein Lieblingsschulfach ist eigentlich Wirtschaft. Wirtschaft und Recht, das ist mein Lieblingsschulfach, eindeutig. Und mein Hate-Schulfach ist, was ist mein Hate-Schulfach? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe gern zur Schule. Ich wüsste kein Schulfach, was ich haten würde. Ich mag sogar Französisch zum Beispiel. Ich muss echt überlegen, was ist mein Hate-Schulfach? Zeichnen, genau, Zeichnen oder auch bildnerisches Gestalten genannt. Ja, Zeichnen, eindeutig. Ich hasse Zeichnen, Leute. Zeichnen ist so ein scheiß Schulfach, das dürfte man einfach nicht bewerten. Aber, ja. Nee, echt, Zeichnen, nee. Zeichnen ist nichts für mich. Das ist mein Hate-Schulfach, eindeutig. Die nächste Frage kommt von meiner Fanpage und zwar Multilismo aktuell fragt. Hashtag Fragmundi. Wie kamst du dazu mit YouTube und Twitch anzufangen? Was ist dein Ansporn früher und heute? Was erhoffst du für die Zukunft? Mit YouTube anzufangen, das war eigentlich ein Kollege aus der so ein Real-Life-Freund aus der Parallelklasse bei mir. Der hat mich so drauf gebracht. Ich meine, der hat auch schon einen YouTube-Kanal und ich habe einfach dann halt sozusagen nachgezogen. Und ja. Was ist dein Ansporn früher und heute? Früher war es einfach,
der Ansporn, ich weiß gar nicht, was der Ansporn früher war, einfach meine Videos mit anderen Leuten zu teilen, einfach damit meine Videos halt von anderen Leuten angesehen werden können. Das war so der einzige Grund, warum ich früher YouTube gemacht habe. Und dann auch natürlich wegen Spaß, einfach meine Videos mit anderen Leuten zu teilen. Und heute ist eigentlich immer noch so das Gleiche. Also im Prinzip habe ich einfach Spaß dran, meine Erlebnisse im Zusammenhang mit Gaming jetzt halt in diesem Fall mit anderen Leuten zu teilen. Weil früher habe ich zum Beispiel Tutorials gemacht und das einfach nur, weil ich anderen Leuten helfen wollte, wenn sie ein Problem hatten. Ja, das war so früher das Ding. Und ja, was erhoffe ich mir für die Zukunft? Was natürlich das absolute Optimum wäre, was mir für die Zukunft erhoffe, wenn ich irgendwann mal von YouTube oder Twitch leben könnte, aber das ist noch in weiter Ferne, ich rechne auch nicht irgendwie damit. Aber auf jeden Fall, mein Ziel für die Zukunft ist einfach an YouTube Spaß haben und an Twitch und einfach da machen zu können und irgendwie mir einfach so die Freiheit zu nehmen, da etwas zu machen, was ich gerne mache und darauf Bock habe. Ja, ganz einfach. Die nächste Frage kommt von ZockerLP04 und er fragt: Edmundi, Dismo, Hashtag Fragmundi. Wo willst du hinziehen nach der Schule und wirst du YouTube immer weitermachen? Ich kann nicht garantieren, dass ich YouTube immer weitermachen werde. Ich mache YouTube einfach so lange, es mir Spaß macht, genauso wie Twitch. Aber ja, wo möchte ich nach der Schule hinziehen? Ich möchte auf jeden Fall hier in der Region bleiben, aber ich möchte weg aus diesem Dorf, wo ich lebe. Nicht, weil dieses Dorf hier in die Scheiße ist oder so, sondern jetzt mal einfach ganz ehrlich. Es gibt hier oben einfach nur Bambusleitungen, wo ich lebe. Und deshalb würde ich einfach gerne in die nächste, etwas größere Stadt ziehen, also entweder der Hauptort von unten, also es gibt ja keinen Hauptort in unserem Kanton, also das wäre halt vielleicht einfach irgendwie nach Herisau oder vielleicht auch nach St. Gallen, ich weiß nicht. Wer aus der Schweiz kommt, der kennt die Orte vielleicht oder die kleinen Städte, also es sind Kleinstädte eigentlich im Vergleich zu deutschen Städten. Aber ja, ich würde auf jeden Fall, ich denke mal an St. Gallen oder vielleicht auch Gossau oder sowas. Der Ostschweizer oder Leute, die an der Schweiz leben, die wissen schon, was ist. Aber ich möchte, ja, nicht unbedingt hier bleiben. Die nächste Frage kommt von Lukas. Und er fragt: Edmundi, das möchte ich fragen, Mundi. Warum bist du so süß? weil ich 16 bin und weil ich süß bin, ja. Und weil ich gerne Süßigkeiten esse. Genau deshalb wahrscheinlich. Und bekomme ich deine Telefonnummer? Okay, das ist meine Telefonnummer. 0000000001. So, das ist meine Telefonnummer. Darfst mich jederzeit anschreiben. Ja, alles klar. Ne, ich habe jetzt mal allgemein an alle Leute. Ich gebe meine Telefonnummer nicht aus. Sowas ist privat. Wenn, dann gebe ich sie einfach so raus an Leute, wo ich denke, ja, die könnten sie gebrauchen eventuell zum Beispiel. Bei Twitch haben fast alle Moderatoren haben meine Nummer. Aber einfach nur, damit ich sie schnell erreichen kann oder so, falls mal irgendwie anders sein sollte. Oder um Streams dann anzukündigen. Aber ja, ansonsten nicht weiter. Gut. Die nächste Frage kommt von DeutschGamesTV. Was meinst du von CSGO? Spiel es. Hashtag Fragmundi. CSGO ist das übelste Abfucker-Scheiß-Spiel, das es auf... nee, natürlich nicht. Okay, Spaß, Leute. CSGO, ich habe das Spiel ein einziges Mal gespielt und es war mein letztes Mal, da bin ich mir ziemlich sicher. und warum? Ganz einfach, weil es gibt so viele Leute, die CSGO spielen und sich dabei krass fühlen. Nicht ihr DeutschGames, nee, ich möchte nicht euch damit bezeichnen, aber es gibt einfach Leute, das ist einfach, die fühlen sich krass in CSGO und ja, CSGO ist einfach nicht meine Community, kann man so sagen. Ich habe CSGO zwar, aber ne, ich spiele es nicht, um die Frage zu beantworten. Die nächste Frage kommt von Mark alias McLaughlinLP. Hashtag Fragmundi, liebst du mich? Hashtag Kappa. Ja, Mark, ich mag dich. Aber ich liebe dich nicht. okay, ja. Ja, doch, du bist ein fester Typ, Mark. Die nächste Frage kommt von SFH. Edmundi, Dismo, Hashtag Fragmundi. Welche Personen haben dich inspiriert, mit YouTube und Twitch anzufangen? Ah, stimmt, die Frage habe ich vorhin gar nicht vollständig beantwortet, aber ja, wie gesagt, mit YouTube anzufangen, das war ein Schulkollege aus der Parallelklasse und mit Twitch anzufangen, dazu inspiriert haben mich ungefähr drei Leute. Erstens mal der YouTuber Spark of Phoenix, dank mir sage ich jetzt mal einige kennen dürfen wahrscheinlich. Dann war es an zweiter Stelle, ich denke mal, ja, es war Spice TV, Spice.
Das war, ist auch so ein Streamer, den ich dann einfach mal kennengelernt habe über YouTube, und dann hat er einfach mal mit Twitch angefangen, später mit YouTube sozusagen aufgehört. Leider hat er jetzt mittlerweile auch mit Twitch aufgehört, was ich sehr schade fand, weil er war ein sehr, sehr geiler Streamer, der immer Modpacks gestreamt hat. Und ich habe dann damals auch noch so wirklich das Interesse für Modpacks gehabt. Auch heute auch immer noch, aber ihr lässt mich ja nicht mehr Modpacks spielen, weil ich immer nur Minigames spielen muss. Ja, aber ich habe dann auch Spaß. Ja, Spice TV war auf jeden Fall einer, der mich auch inspiriert hat. Und der dritte war der liebe Dizzy, den vielleicht auch einige kennen dürften. Auf Twitch heißt er einfach hc-dize. Also ja, ihr könnt einfach auf meinem Profil vorbeigucken, ich folge ihm natürlich. Der ist auch ein sehr fresher Dude, der hat früher auch sehr, sehr viel Minecraft gespielt. Heute spielt er alles außer Minecraft. Aber ja, ich schaue ihm immer noch gern zu, ab und zu. Und deshalb kann ich auch so sagen, ja, war er auf jeden Fall auch einer, der mich inspiriert hat, dazu mit Twitch einmal anzufangen. Weil ja, er war immer sehr sympathisch einfach von Anfang an. Die nächste Frage kommt von Mike Axt, auch als Michelangelo bekannt. Edmund, die diesmal ist der Fakumuti. Gibt es mal ein anderes Spiel auf deinem YouTube-Channel? Train Simulator, European Euro Truck Simulator 5, Train Simulator 2015, was gab es sonst noch? Es gab schon Landwirtschaftssimulator 2011, Landwirtschaftssimulator 2013, Landwirtschaftssimulator 2015. Dann gab es auch schon Railworks 3, es gab Jagdsimulator, es gab FIFA, es gab Polizeisimulator, habe ich auch mal gezockt früher. Ja, gab es alles schon, aber im Moment nur Minecraft. Vielleicht wird es später irgendwann mal League of Legends geben. Kann ich mir aber noch nicht vorstellen. Okay. Dann fragt Dilo 2000, Edmund Edismo, was ist dein Lieblingsspiel neben Minecraft? Hashtag Fragmundi. Eindeutig League of Legends eigentlich, was man so als Spiel betrachten kann. Ich spiele ansonsten auch noch Dinge wie halt Clicker Heroes oder Adventure Capitalist, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als Spiel bezeichnen, weil es sind halt eher Kurzspiele oder Gelegenheitsspiele, nicht so wie League of Legends. Ja, aber ansonsten ist League of Legends echt das einzige Game, was ich neben Minecraft ab und zu noch zocke. Dann fragt MC German Skylo Crew YouTube. Edmund Edismo, Hashtag Frag YouTube. Würdest du gerne nach der Schule ein Jahr ins Ausland gehen? Nein, möchte ich nicht. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich nicht ein Jahr nicht streamen möchte. Oder sowas halt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nach der Schule irgendwie ein Zwischenjahr mache, wo ich dann irgendwie, was kann ich dann vielleicht einsetzen, um irgendwie einen Sprachaufenthalt zu machen. Ich würde extrem gerne mal nach England gehen oder vielleicht auch nach Australien. Weil ich möchte demnächst oder irgendwie so ein paar Jahren halt mal das erste Sprachdiplom machen in Englisch, also das First, dürften einige kennen. Und dann vielleicht später auch das Advanced. Was dann schon ziemlich gut ist, wenn man diese Diplome hat. Aber ja, ich denke, ich kann es mir vorstellen, aber ich denke, wenn ich die Schule abgeschlossen habe, werde ich vielleicht ein Zwischenjahr machen und danach irgendwie eine Ausbildung oder studieren, je nachdem halt. Aber ein Jahr ins Ausland, ne, sowas würde ich nicht machen. Nicht ein ganzes Jahr. Und dann fragt German Skylocu auch nochmal, was hältst du von Dead Adam? Kenne ich nicht, deshalb weiß ich nicht, was ich von ihm halten soll. Und dann die letzte Frage, Pixelspiegel fragt, Edmundi, das ist mein Hashtag, fragt Mundi, was ist dein Ziel auf YouTube / Twitch? Auf Twitch ist es eindeutig einfach die Partnerschaft, dass wir die hier und da mal kriegen. Und auf YouTube ist mein Ziel einfach ein genug großer Kanal, das können wir auf vielen Servern YouTuber ankriegen oder so halt. Also, was ich auf YouTube unbedingt erreichen möchte, ist eine gewisse Größe, damit ich einfach auf dem Kommen-Server diesen fucking YouTuber habe. Das ist schon ein so extrem langes Ziel von mir, ja, und dann einfach mal einen YouTuber auf einem Kommen-Server zu haben. Aber ja, es ist ein langer Weg und ich habe auch überhaupt keinen Plan, irgendwie überhaupt mit YouTube aufzuhören irgendwann. Ich werde einfach weitermachen, so wie es läuft. Und ich werde da machen, was ich mache. Und deshalb will ich auch sagen, Leute, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung für dieses Video da. Das war einiges an Aufwand. Ja, ging jetzt auch fast 20 Minuten. Ich habe jetzt ja fast 20 Minuten geredet. Und deshalb werde ich mich einfach sehr über 40 bis 50 Likes freuen. Keine Ahnung, wenn wir das schaffen. Oder ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr wieder mal so ein Hashtag FragMundi-Video haben möchtet. Wie gesagt, einfach Hashtag FragMundi auf Twitter. Manchmal beantworte ich einfach so auch Fragen, auch wenn ich keine Videos mache.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Bis am Mittwoch.